Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Angezockt. Wir schauen uns Tradeway an, ein absoluter Geheimtipp für alle, die ein bisschen Puzzle mögen und natürlich auf Züge stehen. Tradeway kennt vielleicht der ein oder andere schon aus dem Handy. Die Handy-App gab es schon recht lange schon und ist ein netter Zeitvertreib. Daher kannte ich das auch schon. Und seit einigen Jahren gibt es auch für PC und jetzt auch für die aktuellen Konsolen. Der Entwickler von Train Valley, der ist auf mich zugekommen und hat mir einen Key zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeigen kann. Und wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen probiert. Wir haben hier unterschiedliche Kapitel, Europa, Amerika, UdSSR, China und der German DLC. Und alle diese Postmarken sind quasi ein Level. Und für die Level gibt es quasi wie so Achievements. Und zwar sind es immer drei, bis auf das letzte hier. Und je nachdem, was man halt geschafft hat, bekommt man hier einen Stempel. Hier zum Beispiel habe ich alles geschafft, hier nur 2 von 3. Und da unten geht es dann nur um die Punkte. Und es zieht sich dann so durch. Und es ist ein echt schönes Spiel. Man fängt dann so ein bisschen an und denkt so, es ist doch eigentlich vielleicht gar nicht doch besonders. Und dann wird es doch immer schwieriger und dann willst du doch die ganzen Achievements schaffen. Und dann spielst du und spielst du und spielst du. Und ich habe jetzt doch schon knapp 4 Stunden im Spiel verbracht, also insgesamt. Und bin jetzt so weit, dass ich eigentlich immer hoch starte, wenn ich ein bisschen so einen kleinen Zeitvertreibspiel brauche, wo ich ein bisschen knobeln kann und natürlich Züge habe. Die Idee ist, dass man quasi ein bisschen durch die Geschichte durchspielt. Quasi von den Anfängen in dem Land bis zur Moderne. Das ist so ungefähr die Idee. Man sieht so ein bisschen anhand der Postmarken, also hier zum Beispiel wird die Kriegsmarine aufgebaut, dann kommt der Shinkansen und gut, das sind die Olympischen Spiele und die Challenges dahinter. Es wird nicht erklärt, was gerade passiert, man kann es nur denken. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns hier mal ein Level aus und dann spielen wir einfach mal 2. Einfach damit ich euch mal zeige, wie das Spielprinzip so ist. Ich würde sagen, wir starten in der allerersten Kampagne und nehmen mal dieses Level hier. So, und da seht ihr gerade, die Experten-CD verdienen mindestens 120.000 Dollar. Und meine Zugunglücke, das habe ich schon mal geschafft gehabt. Und lasse ich zu, dass ein Zug in das falsche Bahnhof anfährt. Und so startet immer die ganze Map. Man kann hier rein und rauszoomen. Ich gehe mal ganz kurz auf Pause. Und man kann sich dann entsprechend ein bisschen leicht rumbewegen. Nicht allzu sehr, aber es geht. Und man hat dann hier quasi die Bahnhöfe, die man hier bedienen muss. Und die haben unterschiedliche Farben. Hier einmal blau, einmal rot. Und dann gibt es quasi hier die Obstacles. Links oben kann ich dann Schienen bauen. Und hier gibt es Hindernisse. Über die kann ich drüber bauen, aber das kostet mich dann extra. Und wenn ich hier so drüber gehe, dann wird mir das entsprechend angezeigt. So. Und hier unten am blauen Bahnhof, da haben wir hier schon einen Zug, der möchte noch rot. Der bringt mir 3.900 im aktuellen. Die Zahl wird aber immer kleiner, je länger ich mir Zeit lasse. Also ich muss den da schnellstmöglich da irgendwie hinkriegen. Momentan habe ich 50.000 Dollar. Und ich muss schauen, dass ich irgendwie bei Geld bleibe. Weil es hat man regelmäßig quasi Steuern abgezogen. Und wenn ich da zu niedrig bin und zu schnell baue und habe dann zu wenig Geld, dann bin ich bankrott. Das ist schon mal eine Challenge. Also, dann bauen wir hier unten mal. Einfach per Drag and Drop hier so ziehen. Und schauen wir mal, dass wir das hier mal so halbwegs schön bauen. Auch hier bin ich so ein Freund von schön bauen. Jetzt klicke ich hier unten einfach hin, auf den roten. Und der Zug kommt raus. In dem Level ist es eine Dampflok, aber später sind es dann natürlich Dieselloks, Elektroloks und dann auch Schnellzüge. Je nach Level sind dann die Züge auch unterschiedlich schnell. Und wenn man dann hier ein komplexes Netz hat, dann ist es echt tricky. So, und ich soll mehr Geld verdienen. Und das kann ich hier machen, indem ich extra Züge rausschicke. Die kosten mich auch Geld, kriege aber wieder Geld retour. Okay, hier kommt der nächste. Noch lohnt es für mich noch nicht, dass ich hier einen extra Zug irgendwie hinschicke. Zum Soundtrack sei doch gesagt, je nach Level ist er unterschiedlich und thematisch angepasst. Nach der Region, wo du gerade bist. So, jetzt haben wir hier einen neuen Bahnhof gekriegt. Auch hier werden wir schon mal vorbereiten. Und schauen, dass wir hier die Connection haben, dass wir von überall nach überall hinkommen.
Und ich glaube, jetzt werde ich meinen Extrazug anfordern. Und der will gerade hier nach grün. Das passt ganz ideal, weil die Strecke jetzt gerade in der Richtung blockiert ist. So, Weichen stellen. Einfach hier hinklicken. Und man kann die Weichen auch aufstreiten. Also von daher, so die Weiche hier, die muss ich jetzt nicht stellen. Nur die, was man natürlich nicht aufschneiden kann, die muss ich stellen. Und beobachte einfach mal die Zahlen, wie die dann nach unten gehen. Je länger so ein Zug wartet. Schicken wir den hier unten mal los. Und dann können wir den blauen hier losschicken. So wie hier die Strecke dann frei ist. Und jetzt haben wir hier das zweite Gleis. Sehr gut. Schauen wir, dass wir hier irgendwie parallel fahren können. Damit wir hier mehr Züge rausschicken können. So, der will nach Rot. Die schickt man schon mal los. Das passt auch erstmal. Blau schickt man auch mal los. Ich denke, das sollte sich ausgehen. Und wir können natürlich auch Züge anhalten, indem wir auf den Zug raufklicken. Je nach Map gibt es auch Challenges, wo wir das nicht tun dürfen. Sehr gut, das passt. Können wir hier gerade den zweiten losschicken. Und dann hätte ich gerne noch einen extra Zug. Der will wieder nach Rot hier unten. Der muss aber noch warten. Schickt man doch zuerst den blauen hier los. Aber wir können hier pausieren. Das haben wir hier unten gelb zugekriegt. Mal schauen, wenn wir das am idealsten anschließen. So. Und so vielleicht. Und gelb will vielleicht nochmal nach Rot. 15.000 haben wir noch, also wir sind noch safe. Schicken wir mal Mr. Green hier los. Damit der mal aus dem Weg ist. Als nächstes hier den da unten. Und der wäre auch noch grün. Können wir gerade mit losschicken. Heute hier oben nach oben. Das passt. Okay. So, den schicken wir auch schon mal los. Dann kann ich das mit dem Pausieren mal zeigen. Den schicken wir nach gelb. Bezüglich Zooming. Man kann hier natürlich reinzoomen hier. Und da sieht man auch die... Ah, das wollte ich jetzt nicht bauen. Geh wieder zurück. Normalerweise mache ich mit dem Zooming gar nicht, aber ich wollte nur zeigen, dass es geht. Und jetzt klicken wir auf den Zug hier drauf. Und dann wird er gleich hier anhalten. Da könnte ich ihn auch noch wenden, wenn ich möchte. Was? Nein! Okay. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Alles klar. So, jetzt ist die Strecke hier zerstört und es kostet auch nochmal extra, das hier wegzumachen. Das ist eigentlich eh ganz gut, dass es hier so passiert ist. Ich ziehe jetzt hier mal nach oben, verbinde das hier wieder. Kostet mich natürlich wieder Geld. Zulasten des Verdienstes. Ich lasse das jetzt mal mit dem Zoomen, weil ich finde die Ansicht, wenn man hier ganz draußen ist, so bestandardmäßig ist eh am besten. So. Holen wir uns nochmal ein extra zu. Ah, und da oben haben wir die Nix-Industrie. Ich glaube, die werden wir mal so anschließen. Gerne mal die Verbindung so noch. Du bist noch grün. Ja, fahr du mal los. Dann kannst du eh gerade so nach oben fahren. Und einmal blau. Schicken wir so nach unten. Und das passt. Blau. Passt jetzt. Und er da unten will einmal nach oben. Schicken wir auch schon mal los. Ah ne, Moment mal. Wir haben von da noch keine Verbindung nach oben. Auch nicht hin. Schauen wir mal, ob wir da hier Verbindung hinkriegen könnten.
Das ist jetzt natürlich ein Problem. So wird es gehen, aber das sieht echt furchtbar aus. Kriegt man nicht mehr so drauf. Ah ja, wenn die Strecke natürlich noch nicht fertig gebaut ist, die Züge entgleisen. So, dann schicken wir dich schon mal los. Du kannst einfach fahren, die Route passt. Rot schicken wir auch mal los, du fährst dann unten lang. Währenddessen kann man Gelb schon mal losschicken. Da müssen wir jetzt nur noch auf den Roten aufpassen. Den müssten wir vermutlich anhalten. Ja, könnte sich ausgehen. Wobei, doch anhalten. Ah, na, müssen wir nicht. Da kann ich aufschneiden. Okay, das passt schon. Aber nochmal ganz kurz passieren. Wir haben hier Orange. Mal so verbinden. Und der da oben will noch grün. Das ist gut. Du kannst schon mal fahren. Der will dann einmal noch rot noch. Schickt man auch mal los. Weichen passen. Und der wird noch orange. Schickt man auch mal los. Extra Zug könnten wir eigentlich noch mal losschicken. Jetzt haben wir die alle da oben. Du fährst nach Gelb, das ist okay. Du kannst nach Rot losfahren. Ah, der da unten will nach Orange. Bitte. Abfahrt. Der überlädt drüber. Ist aber erstmal blockiert. Alle blockiert. Und der will noch grün. Ich kann mal losschicken. Hier runter und dann darauf. Dann könnte man eigentlich blau gerade hinterher schicken. Violett kann auch schon mal losfahren. Ist nicht im Weg. So, blau hier runter. Sehr gut. Naja, wenn ihr Züge zu lange stehen lasst, dann fahren die dann einfach von selber los. Und das ist schlecht. Gerade wenn es hektisch wird. Okay, da oben seht ihr, die Zeit ist jetzt voll. Das, was wir jetzt noch haben, das sollen wir abfertigen. Haben aber keine extra Züge mehr. Ich habe das noch nicht schief mehr geschafft, was ich beim ersten Mal nicht geschafft habe. Sehr gut. Und wäre jetzt der Unfall nicht gewesen, dann hätte ich jetzt alle gehabt. Okay, das sieht gut aus. Gut, dann fast forward. Wunderbar, haben wir geschafft. Krieg ich jetzt noch einen extra Stempel oder? Oh, nice. Krieg noch mal einen extra Stempel. Coole Sache. Das heißt, ich kann mich dann nur auf das eine Achievement konzentrieren. Das ist aber irgendwie cheaten. So, ich habe mein zweites Level für euch gestartet. Und zwar sind wir jetzt in der UdSSR. Und das sind die Aufgaben. Halte keine Züge auf, setze mindestens 10 zusätzliche Züge ein und vermeide Zugunglück. Ihr habt jetzt nur das erste geschafft. Und wir gehen jetzt hier mal in die Pause. Warum ich das ausgewählt habe, ist ganz einfach. Denn wir haben hier ein neues Spielelement. Es wird vom Spiel ab und zu einfach mal so ein Zug reingeschickt und der will dann halt irgendwo hin. Und der fährt besonders langsam. Und gerade mit dem Ding, dass wir die Züge nicht anhalten dürfen, wird es noch knifflig.
Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Haben wir keinen Unfall. Also, ich werde jetzt erstmal hier die Strecken verlegen. Und ich würde sagen, erstmal hier so. So. Wobei, so. Also das Prinzip habe ich mir schon mal überlegt, aber wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, hier alles auf einmal zu schaffen. Vielleicht kriegen wir es jetzt diesmal hin mit der Aufnahme. So, dann lassen wir das erstmal bauen. Man sollte mal recht früh mit den Extrazügen anfangen, wo es noch so ruhig ist. So, du bist noch grau. Schick mal den mal los. Sehr gut. Aber gutes Gefühl, dass ich es vielleicht diesmal schaffe. So, und jetzt haben wir hier so eine Kreisverbindung. Und da können wir die Züge hier ein bisschen rotieren lassen. Das ist so mein Trick bei dem Ganzen hier. Vor allem, wenn wir jetzt hier so gegen den Uhrzeigersinn fahren, kommen wir hier überall rein. Und der wird noch gelb, also hier unten. Ich glaube, ich werde ich jetzt einfach mal so direkt da runter schicken. Holen wir uns mal noch einen extra Zug, der wird noch grün. Schicken wir mal los. Im Uhrzeigersinn. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt einfach nicht so schnell bin mit den Zügen. Das war in der Vergangenheit immer mein Fehler. Noch ein extra Zug. Der will auch nach grün. Ja, und jetzt kommt der extra Zug von da oben, vom Spiel selber. Das sollte aber klappen. Und der will noch hellblau. Jetzt kommt es darauf an, wo der hin will. Wo willst du hin? Du bist noch grau. Das passt gerade sehr gut. Und fahr du mal dahin. Und schick mal dich nach hellblau. Und dann können wir als nächstes den gelben losschicken und danach hier den grauen. Man sollte mit der nicht in der Kollision reinkommen. So, einmal nach gelb bitte. Der will dann noch rot. So, ich denke mal, die schicken wir mal schon mal los. Und dann gerade rot hinterher. Der wäre noch hellblau. Beide hier sogar. Und dunkelblau. Dann fahr du mal los. Ah, scheiße. Ich hab die Weiche bei dir nicht gestellt. Okay, du fährst hellblau, machst hier nochmal die Runde. Du fährst hier nach oben, du fährst hier nach oben und dann müssen wir die Weiche herstellen. Legen, so. Und dann kann der hier los. Oder bei währenddessen können wir hier mal eine Pause machen. Damit wir den Anschluss hier irgendwie hinkriegen. Irgendwie so. Okay, du fährst jetzt da oben rein. Er fährt da rein. Du kannst eigentlich auch schon mal los. Und dann checkt man ihn da oben mal los. Bei ihm können wir auch mal losschicken. Oh, ich glaube, das könnte jetzt ein Fehler sein.
Ah, fuck. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Hellblau schicken wir mal los. Ja, ah, scheiße. Falscher Bahnhof. Ich habe nicht hingeschaut. Und du bist zu dem hier hin. Okay. Oh, fuck. Ich würde dich mal falsch reinschicken. Du fährst mal so, bitte. Andererseits, vielleicht ist das gar nicht mal... Nee, das war der Unfall. Na, was soll's. Immer mehr Industrien hier. Du fährst mal hier rein, du bist noch gelb. Das heißt, wir schicken dich da runter. Und dann einmal so. Du bist dahin. Oh, ja, Geldproblem. Dann lass mal die erstmal in ihr Ziel ankommen. Du kannst schon mal losfahren. Du bist dann gerade den Weg hier nach oben. Ich glaube, ich kann es gerade wieder lassen mit den Achievements, weil ich würde es gerne alles auf einmal schaffen. Und der will noch grau. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. So, der war noch grün. Du kannst mal losfahren. Du wärst dann hier so. Du bist noch orange. Einfach die Verbindung mal. Haben wir zwei Züge. Und der war noch grau. Den können wir dann gerade hinterher schicken. Sieht richtig aus. Den können wir auch schon mal losschicken. So, du fährst dann so und so und so und so noch da oben. Das war dein nächster. Der wird noch gelb. Kann auch gerade mal los. So, Mr. Grau kann auch los. Sollte passen. Und er noch grün, den schicken wir auch mal los. So, wo will der hin? Der will noch orange. Ja, dann fährst du mal so, wie es jetzt gerade gelegt ist. So, du nach grün, nach da rein. Und für orange muss er dann so hier fahren, so hier fahren, so hier fahren. Das passt. Und dann schickt man hier rot hinterher. Okay. Fahrstraße für Rot ist gelegt. Dann würde ich sagen, Blau als nächstes. Das wäre noch das, das und na, der Rest passt. Oh! Die Weiche war falsch. Okay. Noch kein Problem. Können wir den da vorher noch reinkriegen. Sollte gehen, nachdem der schneller ist.
du musst dann hier runterfahren. So, die Weiche ist jetzt richtig. Jetzt soll es passen. Jetzt blockieren wir halt die zwei hier. Die schicken wir mal los. Was da hier mein Gegner in Uhrzeigersinn. Ah, ich mag das. Also gerade das Rätseln, wie macht man es dann am besten und richtig, dass man alle Achievements hat. Das hat mich schon ein bisschen angefixt. Und jetzt können wir auch den hier losschicken. So, das sieht richtig aus. Und jetzt stellt euch noch mal vor, dass wir hier noch die ganzen 10 Extra-Züge mit dazu haben. Und da hebt ihr dann KD ab. So, da. Ja. Das war Trainwell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr euch das selber holen wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist einfach nett, das ist ein schöner Zeitvertreib. Kann man ein bisschen rumkniffeln. Man hat nur Züge. Aber, boy, das wird noch echt schwierig. Gerade bei China bin ich jetzt gerade. Und zieht ganz schön an in der Schwierigkeit. Also, das war's mit dem Angezockt. Und würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr einen Kommentar unten da lasst, wie es euch gefallen hat. Oder vielleicht sogar einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüdle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.